Hallo und herzlich willkommen zur 10. wunderbaren Ausgabe Eingelegt und Angezockt Paper Mario The Origami King. Wir machen genau da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben und besteigen jetzt die Spitze des Panoramaturmes. Ah, da ist das Ende der Luftschlange und direkt mittendrauf das Gesicht von meinem Bruder. Anscheinend will er, dass jeder weiß, wer hinter all dem steckt. Mal sehen, ob wir dieses Ding losbekommen. Oh, versucht er mal von unten dagegen zu springen. Boing. Höher kannst du nicht springen. Das war knapp. Können uns die Dinger nicht in Ruhe lassen? Hey, wer hätte gedacht, dass du über alles hier im Bilde bist? Oha. Eine Packung bunt. Oh, der Kunststifter. Buntstifte. Ich bin so leid, dass Kunstbanausen wie du meine ganze harte Arbeit ausradieren. Wahrscheinlich hast du noch nie von mir gehört, was? Dachte ich mir. Wann warst du überhaupt das letzte Mal in einem Museum? Du brauchst nicht zu antworten. Mir wird sie langsam zu bunt. Und dir werde ich eine Lektion in Sachen Kunst erteilen. Ich bin Buntwart von und zu Stiftius der Zwölfte. Zu meinen Ahnen zählen sogar Ölfarben. Ich repräsentiere die Bürobedarfsbrigade. Okay. Ist eine Ansage. Kann man so stehen lassen. Tja, sobald ich dein flaches Gesicht vollgekritzelt habe, werde ich es in einem Museum mit all meinen anderen Kunstwerken ausstellen. Bürobedarfsbrigade? Buntwart von und zu? Tut mir leid, aber das ist zu lang. Ich nenne dich einfach Buntstifte, ja? Mein Bruder schickt dich, um uns aufzuhalten, oder? Du redest total geschwollen und du kannst auch total gut malen, aber hast du mal von Mario gehört? Ja, genau, dachte ich mir. Mario hat's echt drauf und er hat einen Schnurrbart und er wird es dir so richtig zeigen. Stimmt auch, Mario? Oh yeah. Er zittert vor meinem künstlerischen Arsenal aus 12 verschiedenen... Papierkörper sind meine Leinwand. Ja, also, kommt schon, Leute. Das ist so geil, da kann man nicht ernst bleiben. Lege dir die Pfeile zurecht. Okay, wie wollen wir es denn haben? Ziele erfasst? Der Fallkreis sieht für mich aber nicht so aus, als könnte man ihn verwenden, ob er gerade Pause macht. Moment mal, was ist das? So ein Feld sehen wir gerade zum ersten Mal. Es sieht ja fast wie ein Schalter aus. Vielleicht aktiviert man damit irgendwas. Was könnten wir nur damit aktivieren? So, warte mal. Erstmal müssen wir irgendwie auf einen Faltkreis kommen. Also so. Und dann müssten wir ja... So, damit ist der Schalter gesichert. Ah, ich habe Quatsch gemacht, sehe ich gerade. Ich wüsste gar nicht, wie das dann wahrscheinlich... Ja, egal. Vermeide Fehler mit Fadenkreuzen... Felder mit Fadenkreuzen, schleiche dich hinter ihn und hau ihn mit dem Hammer auf den Deckel. Okay. Ach, dann ist schon Schluss, oder was? Ah, okay. Gut zu wissen. Alle daneben? Nein, meine Stifte sind perfekt. Mit dem Ziel stimmt was nicht. Das ist die beste Ausrede, die ich je gehört habe, wenn man was verfehlt. Kommst du auch mit meinen vollen künstlerischen Visionen zurecht? Mit all meinen Stiften gleichzeitig? Oha. Okay. Nachladen abgeschlossen und ich habe noch mehr davon. Okay, okay, okay. So, das schaut doch jetzt eigentlich... Kann das so bleiben, oder? Warte, ne, kann's nicht. Jetzt würde ich hier rechts herumlaufen. Warte mal, warte mal, warte mal.
glaube, ich bin zu doof dafür. So könnten wir zumindest schon mal irgendwas tun. Das ist doch schon mal ein Anfang. Ah, okay. Oh nein, ich bin Solo-Künstler, also Hände weg von meinen Stiften. Verstehe, also ich muss ihn von hinten angreifen, wie es scheint. Blöd. So, dann schauen wir mal. Also, so wie ich das sehe, muss das auf jeden Fall nach hinten. Dann steht das schon gar nicht so schlecht, oder? Lassen wir das doch mal so. Muss ich irgendwas noch machen? Warte mal, plus 2, warum nicht? Ah, so perfekt. Ich depp, ich habe ja gar nicht, ja, ich, ja, mentale Aussetzer. So. Nimm das, Muchacho. Klappe zu! Nein! Nein! Mein Deckel ist zu und ich kann die Stifte nicht mehr stoppen. Autsch. Die Stifte sind in ihm selbst explodiert. Super. Sein Mundwerk scheint seine Schwachstelle zu sein. Okay. Dann sehen wir mal zu, dass wir noch ein paar mehr Stifte reinkriegen. Ich weiß nicht, was das ist, aber das nehmen wir mal mit. Oh nein, ich habe das erste Feld vercheckt. Ah. Mein Gott, ich bin heute ja echt ein bisschen verpeilt hier, ne? Rutsch. Der Davido verdient beißende Kritik. Ja. So, also nochmal von vorn. Das muss hinter ihm, das ist schon mal richtig. Wenn ich hier rumlaufe. Wo ist denn der Einschalter? Da ist der Einschalter. So müsste es doch jetzt gehen, oder? Und hopsa. Na komm schon. Patsch. Peng, 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 peng. Und weiter geht die Fahrt. So, jetzt brauchen wir einen Einschalter. Nose! Ich habe mich mit den Zügen verschätzt. Ich bin echt verpeilt, ey. Krass, was ist denn los heute? Ah, ich will natürlich eigentlich, ich will natürlich nur, dass es spannend ist, ne? So, also eine Ebene können wir nicht ändern, ne? Damit wir das jetzt auch mal richtig auf dem Schirm haben hier. So, erstmal muss der Innerste hier weiter.
tun wir den da noch hin, dann tun wir den da noch hin, dann haben wir alles in Butter. Auch schon lustig, selbst wenn wir hier nur Quatsch veranstalten, ne? Also wirklich gefährlich ist das hier alles noch nicht. So, schauen wir mal. Wieder ein nach hinten. Und hier geht's ja schon los, ne? Er lässt sich aber auch nicht ändern. Wenn ich den hier hin tue, wo kommen wir denn dann? Ne, das ist ja wieder alles Quatsch. Wollen wir uns mal einen Tipp holen? Moment, ist der Schwachpunkt dann jetzt vorne eigentlich? Das war natürlich wieder totaler Käse. Okay, immerhin mal gut drauf gehauen. Pah, jeder denkt, er kann einfach an mir herumkritisieren. Ich verlange Respekt für meine Kunst. Hier kommt die Regenbogenrolle, mein Meisterwerk, und ich widme es dir. Oha. Okay. Wir können ja im Grunde wieder das gleiche machen wie immer, ne? Immer dasselbe Schema. Oh, das Ding folgt mir, das ist ja dreckig. So, dann zeig mal, was deine Regenbogenrolle so kann. Mit geschlossenem Deckel. Oh! What? Wie dreckig ist das bitte? Wahrscheinlich eine blöde Idee, aber was passiert denn, wenn ich ihn dann von vorne packe? So, wie komme ich da jetzt hin? Warte mal. Wenn ich den da jetzt hinschiebe, dann würde ich rechts herumlaufen, dann würde nichts passieren. Ich komme da gar nicht hin, oder spinne ich? Nö. Oder hätte ich einfach so zuhauen sollen? Warte mal. Kann ich hier keine Items benutzen? Also doch die Raketendings schnappen. So, warte mal. Das ist ja wahrscheinlich. Ah, das Ding ist ja schon an. So.
Nehmen wir noch die Kiste mit. So. Kaboom! Das hat wehgetan. Oh, unmöglich. Besiegt von einem beliebigen, untalentierten Stück Popkultur. Du hast besser ausgesehen, als du noch Job Runs gemacht hast. Das ist sehr geil. Tada! Hey, ein neuer Faltkreis ist aufgetaucht. Sieht fast so aus, als wäre er von diesem Stiftekasten gekommen, den du gerade besiegt hast. Vielleicht ist er wichtig? Nein. Ich hätte ja irgendwie erwartet, dass wir das Band wieder aufrollen oder so. Aber so geht's natürlich auch. Rote Luftschlange gelöst. Das war toll und wir haben beide etwas zum Ergebnis beigetragen. Ich wusste doch, dass wir ein gutes Team sind. Hey, du kannst jetzt mehr Schnipsel tragen. Sag schon, wann gibt's die erste Konfetti-Fete? Na gut, das war wirklich aufregend, aber es gibt ein paar Luftschlangen mehr zu lösen. Also, welche Farbe wollten wir uns als nächstes vornehmen? Ach, richtig, die blaue Luftschlange auf dem roten Berg. Wir können genauso gut da anfangen. Vielleicht sogar am besten da, denn von hier aus sieht das alles super schön aus. Was haben wir denn hier? Hallo. Ich habe viel zu lange am falschen Ende von dem Ding geklebt. Platz da, jetzt will ich mal durchgucken. Na toll. Dann schauen wir halt hier mal. Warte. Okay. Das Schloss halt. Na toll. So, wie kommen wir jetzt hier wieder runter? Schade. Sieh mal, alle Bilder von diesem gemeinen Buntstift-Ding sind weg. Vielleicht sind sie verschwunden, als wir ihn besiegt haben. Er war ziemlich böse, aber seine Kunst war richtig gut. Hui, das ist ja mal ein echtes moralisches Dilemma. Er sieht immer noch traurig aus. An dieser Stelle würde ich normalerweise sagen, willkommen auf der Aussichtsplattform des Pandora-Turms. Viel Spaß mit der Aussicht. Ich schätze, ich könnte das immer noch sagen und du könntest immer noch Spaß haben, aber falsch anfühlen würde es sich schon. Mario, der Aufzug ist kaputt. Außerdem habe ich jetzt Angst, es nochmal zu versuchen. Und das, obwohl ich schweben kann. Ach so, klar. Tippel, tippel. Geht nicht auf. Beep.
So, und tschüss. Jetzt wäre es eigentlich noch mal fast interessant zu wissen, wo diese komische Schleife immer lang. Warte mal, das Sensorlabor am Picknickpfad hat ab sofort für dich geöffnet. Okay, aber das hier ist ja der Weg zu dem Roten Berg anscheinend. Ah, okay. Ah, die kann ich nicht wieder aufsammeln. Schade. Okay, gut. Dann müssen wir hier auf jeden Fall wieder hin. Ich weiß aber, dass vor Toadtown, glaube ich, da gab es doch auch noch so ein Berg, also so ein Gebäude, was ein roter. Oh, es hat gebimmt. Aber warum bimmelt es denn hier? Ist doch gar nichts. Hier bimmelt ja nichts, ne? Ah. Ah. Kann das mal jemand zusammenfassen? Alle zusammenfassen? Wie soll man diese Flut an Toad-Emotionen zusammenfassen? Außer vielleicht mit einem einzigen Wort. Danke! Alles klar. Mal schon geguckt, glaube ich, ne? Aha. An meiner Schule war ich in der Grashüpfballmannschaft. Aha. Also hatte ich schon ein gewisses Vorwissen. Ja gut. Vorwissen ist eine super Sache. So, hier wollte ich hin und da oben links. Aha. Woher hast du gewusst, dass ich hier bin? Ich hätte fast nicht bemerkt, dass ich hier bin. Da flattert noch einer. Ich kann zwar nicht ewig so weitermachen, aber ich kann es versuchen. Okay, wir schauen gleich mal, wo die hinführt. Wieder hinter dem Schild. Mario, ich hätte es wissen sollen, danke. Fantastisch, es trifft sich sehr gut, dass du hier zu mir gefunden hast, Mario. Endlich ein passendes Testsubjekt. Okay, ich bin der Forschungsleiter hier im Sensorlabor. Wir entwickeln hier Technologie, mit deren Hilfe man Dinge aufspüren kann, die mit bloßem Auge zu schwierig zu erkennen sind. Sensortechnik verändert die Welt. Wir brechen Konventionen und verschieben die Grenzen des Wahrnehmens und Machbaren. Deine Expertise im Finden von Toads macht dich zum perfekten Tester für unsere neueste Entwicklung, das Toad-Radar. Mit diesem kleinen Schmuckstück wird das Aufspüren von Toads zum Spaziergang, also fast schon wortwörtlich. Spring in die Röhre und ich zeige dir in unserer Vorführkammer, wie unser Toad-Radar. Okay, bla bla bla. So. Ja, bitte.
Test, Test, Test. Hörst du mich, Mario? Famos, dann führe ich dich mal auf. Führe ich mich durch einen schnellen Testlauf mit dem Toadradar. Spürst du das Ding auf deinem Kopf? Du hast es sicher erraten, dass es sich dabei um das Toadradar handelt. Die Toadradarschüssel sucht die Umgebung in der Nähe nach versteckten Toads ab. Je näher du einem Toad bist, desto stärker reagiert es. Wenn du einen Toad gefunden zu haben glaubst, dann setze deinen Hammer ein, um ihn zu entfalten. Leider hat diese raffinierte Aufspürtechnik jedoch einen gewaltig hohen Energiebedarf. Und ohne Energie kein Toadradar, also immer schön auf die Batterie achten. So, genug erklärt, beginnen wir mit dem Test. Finde die versteckten Toads, bevor die Batterie leer ist. Fertig. Start. Gut, das ist easy. Okay, das wird schon schwieriger. Ach so, da. Oh, wow. Da. Es gibt noch mehr. Schlagen ja zwei aus, oder? Hier ist einer. Und da ist einer. Wundervoll, es funktioniert. Dank dir war der Test ein voller Erfolg. Ich muss sagen, es hat sehr gut geklappt. Nicht mal explodiert ist das Toadradar dieses Mal, ausgezeichnet. Jetzt fehlt uns nur noch ein ausgedehnter Feldtest. Also los, Mario, nimm das Toadradar mit und rette ein paar Toads. Wenn die Batterie leer ist, kannst du unser nicht standardisiertes Ladegerät zum Aufladen benutzen. Allerdings kostet die Benutzung eine kleine Gebühr. Wir müssen uns finanziell schließlich auch über Wasser halten. Ich werde hier weiter forschen. Es gibt schließlich noch etliche Grenzen hinwegzufegen. Zurück an die Arbeit. Na dann. Ich hätte ja gedacht, dass es hier irgendwo gelistet wird. Wie schmeiße ich den Radar denn jetzt an? Ach so, okay. Was haben wir hier noch jetzt? Ah, okay, krass. Okay, ich denke, da sind wir noch gut eingedeckt. Aber das Accessoire-Laden, das könnte man vielleicht nochmal aufrufen. Accessories! Where are you? I think this is the one. Ich warte gerade auf eine Neulieferung mit Zubehör. Naja, gut. Dann sind wir noch zu früh an dieser Stelle. Aber das soll uns nicht weiter stören, denn mit Blick auf die Uhr ist unser Teil hier schon wieder um. Ich werde jetzt speichern und nächste Mal, jetzt hätte ich fast gesagt zu den blauen Bergen, aber es war nur die blaue Schleife und der rote Berg, glaube ich, ne? Geht's dann weiter. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Teil. Viel Spaß im Forum.